Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar haben wir das Shakun Revel C50, einmal in weiß mit der RGB-Variante und einmal in schwarz als Non-RGB-Variante. Ihr seht schon, ich filme aus einer anderen Perspektive. Normalerweise stehe ich ja immer hinter dem Tisch, aber das war jetzt einfach schwierig mit den beiden Gehäusen, die auf den Tisch drauf zu kriegen, sodass meine Bumsbirne noch dazwischen gepasst hat. Deswegen heute mal aus dieser Perspektive. Ich werde euch hauptsächlich das weiße Gehäuse zeigen, weil das eben RGB und RGB-Verteiler mitbringt und so weiter. Und das schwarze, da gehen wir kurz drauf ein. Das ist interessant für alle Leute, die vielleicht keine Glasscheibe haben wollen. Kurz vorweg, beide Gehäuse sind vom Aufbau relativ gleich, außer dass das eben eine Glasscheibe hat und das hier nicht. Das gibt es aber auch mit Glasscheibe und RGB, genauso wie es das weiße auch ohne RGB gibt. Preislich bewegen die sich so um die 100 Euro plus minus 5 Euro, je nachdem was ihr nehmt, ob ihr jetzt mit RGB oder ohne nehmt. Was allerdings ein kleiner Unterschied ist, wir haben hier einen Ein- und Ausschalter, den normalen Reset-Knopf, zweimal USB-Anschluss, USB Typ C und eine Kombibuchse. Bei dem weißen hier ist das sozusagen ein RGB-Knopf, könnt ihr theoretisch aber auch als Reset-Button nutzen. Die Front, seht ihr, ist komplett Mesh, bis auf diese Streifen eben, und die Seitenwand eben auch. Das ist relativ selten bei solchen Gehäusen. Das gleiche gilt auch für die rechte Seite. Das hat auch einen Grund, ihr könnt da nämlich zusätzliche Lüfter einbauen. Das Befestigungssystem, das haben wir jetzt schon häufiger gesehen, einfach einmal feste dran ziehen und dann hat man das ganze Ding auch schon in der Hand und dann kommt man schon ans Innenleben dran. Das gilt auch für die Rückseite. Wir haben hier oben nämlich so eine kleine Aussparung, die ist auch auf der anderen Seite, dann könnt ihr das ganz leicht abziehen. Das zeige ich euch auch mal eben, einfach hier oben dran ziehen, dann hat man das ganze Ding in der Hand und dann seht ihr auch hier schon, könnt ihr noch weitere Lüfter verbauen, deswegen hat die Seitenwand auch Löcher. Die gleiche Befestigungsmethode haben wir hier auch bei der Glasscheibe, einmal hier hinten dran ziehen und dann hat man die auch schon in der Hand, die geht ein bisschen schwieriger, muss man ein bisschen aufpassen, ist halt Glas. Dann haben wir hier jetzt auch schon das Innenleben. Hier haben wir drei RGB-Lüfter in der Front. Hier hinten ist auch noch einer verbaut. Warum die jetzt schwarz sein müssen, weiß ich nicht. Das komplette Gehäuse ist weiß, die Lüfter sind schwarz. Ja gut, die wenigsten wird es stören. Ich will das nur anmerken, weil es gibt halt auch weiße Gehäuse mit weißen Lüftern. Den Schacht hier unten könnt ihr übrigens ausbauen, falls ihr vorhabt, eine Wasserkühlung hier vorne zu verbauen. Also genau diesen Teil, ihr seht ja hier diese Trennlinie. Das könnt ihr komplett rausnehmen und dann direkt eine 360er Wasserkühlung vorne einbauen. Das gleiche gilt auch für hier oben, da kann auch eine 360er verbaut werden. Was ich auch schön finde, sind die schraubbaren Slotblenden. In der Preisklasse von 100 Euro hat man öfters noch Gehäuse, wo das eben nicht der Fall ist, sondern man hat diese Biegebleche und das ist immer ein bisschen blöd, falls man mal öfters Karten wechselt. Die höhenverstellbare Grafikkartenhalterung ist auch ein nettes Detail. Das hatten wir unter anderem auch beim CA300H oder CA300T. Das macht Shakun sehr gerne, dass sie so eine Grafikkartenhalterung direkt implementieren im Gehäuse. Apropos, was Grafikkarten angeht, wir können hier eine Maximallänge von 400 mm verbauen, wenn ihr jetzt keinen Radiator in der Front verbaut. Ich weiß, das sieht hier noch ein bisschen wuselig aus. Ich habe den Auslieferungszustand einfach so gelassen. Mir geht es aber hauptsächlich um diese Aussparung, die ist schön groß, um die Backplate zu tauschen. Ich sage es immer wieder, es gibt Gehäuse, da ist die leider zu klein oder nur so halb offen. Da kriegt ihr dann hinterher Probleme, wenn ihr mal den Kühler tauschen wollt. Was mir hier so ein bisschen fehlt, sind wieder diese gummierten Kabeldurchführungen. Ja, ich weiß, vielen ist es egal, aber ihr seht jetzt schon, wie man die Kabel hier halt durchschimmern sieht. Klar, das Mainboard ist noch davor, dann hinterher. Aber ich finde das immer ein bisschen schade, da wird dann immer gespart. Hier unten haben wir auch noch zwei Durchführungen für Kabel. Gut, das ist Standard. Hier könnt ihr natürlich die Grafikkartenkabel durchlegen. Ich würde euch aber empfehlen, das eventuell hier über diese Seite zu machen. Das sieht dann besser aus. Die Front, die kann man übrigens genauso abnehmen. Die ist auch nur mit diesem kleinen Nüppelchen hier gehalten. Und dann könnt ihr die vernünftig sauber machen. Kommen wir auch mal zu der Rückseite. Wir können hier noch potenziell 320 mm Lüfter einbauen. Da müsst ihr natürlich dieses Blech hier rausnehmen und hier unten diesen Trennschacht, den ich eben schon angesprochen habe. Hier, dieser Bereich ist für SSDs und HDDs vorgesehen. Ihr könnt auf der Rückseite dann dementsprechend SSDs oder HDDs verschrauben. Hier sieht man das auch an den Pünktchen. Das Zubehör, das liegt auch mit dabei. Nur damit ihr euch das mal einigermaßen vorstellen könnt, weil so viele HDDs habe ich jetzt nicht. Die wollen sozusagen, dass man das Blech da rausschraubt und dann drei HDDs hinten reinschraubt und dann das Blech wieder draufsetzt aufs Gehäuse. Ist auch relativ neu, habe ich vorher so auch noch nicht gesehen. Was ich auch noch gut finde, die haben hier oben einen 8-fach RGB-Verteiler. Natürlich nur bei der RGB-Variante. Holt ihr euch das ganz normale Black-Gehäuse, ist das nicht mit dabei. Und was Shakun jetzt in der Preisklasse auch endlich mal richtig macht, wir haben hier PWM-Anschlüsse. Also keine DC-Lüfter oder ähnliches, sondern wirklich PWM. Und ich hatte eben ein bisschen Sorge, weil wir haben ja insgesamt 4 Lüfter, dass kein Verteilerkabel dabei ist. Aber wir haben tatsächlich im Lieferumfang ein Verteilerkabel, 3-fach. Das reicht für die Frontlüfter. Den einen Hecklüfter müsst ihr halt nochmal einzeln anschließen. Aber immerhin, das habe ich in den letzten Gehäuse-Reviews so ein bisschen vermisst, ist es Gott sei Dank mit dabei. Ansonsten haben wir hier noch in der Tüte die üblichen Verdächtigen, also ein paar Kabelbinder, die Schrauben für das Mainboard, fürs Netzteil und so weiter, ist alles mit dabei. Hinten am Gehäuse haben wir auch wieder so einen Netzteilschacht mit diesem Rahmen. Die beiden Schrauben können wir lösen, auf das Netzteil draufschrauben, das Netzteil dann einfach von hinten da reinschieben.
Finde ich besser als bei dem anderen Gehäuse, was ich mir vorher angeguckt hatte. Da waren hier halt 4 Schrauben und das Netzteil dann nochmal mit 4 Schrauben. Das war ein bisschen umständlich. Hier haben wir wirklich Rändelschrauben, die könnt ihr dann handfest andrehen und dann passt das. Was mir Shakun auch noch mitgeschickt hat, ist ein Vertical Mount Kit. Das kostet so im freien Markt, ist bei Geiz halt ca. 40 Euro, knapp unter 40 Euro, mit einem PCI Express 4.0 Kabel. Und das finde ich gut, das ist preislich auch angemessen, das passt soweit. Und das werden wir natürlich auch verbauen. Ich habe zwar jetzt nur eine 6700 XT, das sieht dann nicht ganz so fancy aus, aber wenn ihr jetzt eine Grafikkarte habt mit RGB-Lüftern zum Beispiel, lohnt sich das schon, sieht dann geil aus. Natürlich wird dann diese Grafikkartenhalterung hinfällig, die werde ich dann einfach rausschrauben, kann man einfach rausnehmen. Und ich würde auch mal sagen, wir fangen jetzt mal an zu bauen, wenn mir was auffällt, dann sage ich euch Bescheid. Auch was das Kabelmanagement angeht, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein und dann legen wir mal los. Mir ist gerade noch eine Kleinigkeit direkt am Anfang aufgefallen, weil das Netzteil baue ich meistens zuerst ein. Das macht jetzt schon Sinn mit diesem Einbaurahmen, denn wenn ihr dieses Gitter hier nicht abschrauben wollt, was ja immerhin auch 4 Schrauben sind, macht dieser Rahmen durchaus Sinn. Ihr könnt dieses Netzteil einfach hier hinten reinschieben und dann festschrauben. Das ist gut, weil hier kommt ihr von der Seite definitiv nicht rein, wenn ihr vorher nicht diese Blende abmacht. Das ist gut. Also ihr wisst ja, ich gebe mir allgemein nicht viel Mühe bei Kabelmanagement, weil ich das System natürlich danach wieder ausbaue, woanders wieder einbaue, auf die Testbench packe, wie auch immer. Aber ihr habt extrem viel Platz da hinten drin. Also ihr habt allein bis zu dieser Blechblende hier, habt ihr 4 cm Platz, um eure Kabel zu verstauen. Wie gesagt, ich habe mir nicht viel Mühe gegeben. Ihr könntet die auch noch alle hinter dieses Gitter packen, sofern jetzt keine SSDs oder HDDs dahinter sind. Aber es ist halt wirklich, ja, erstaunlich viel Platz. Natürlich geht euch ein bisschen Platz flöten, wenn ihr jetzt wirklich noch diese Blende vorne wegbaut und dann hier 3 Lüfter reinpackt. Dann könnt ihr nur noch in diesem Bereich hier arbeiten. Aber selbst dafür reicht das Dicke. Bevor wir uns jetzt gleich diesem Grafikkarteneinbau hier widmen, sind mir noch 2 Sachen aufgefallen. Erstmal, das Loch hier unten wird verdeckt von dem Netzteil. Es wäre schön gewesen, wenn nach oben hin noch ein bisschen mehr Platz gewesen wäre, dass man das Kabel da durchführen kann. Hier unter anderem für Audio. Ist jetzt hier leider nicht der Fall, deswegen musste ich das von hier vorne darüber legen. Sieht man gleich sowieso nicht mehr, wenn man die Grafikkarte vertikal einbaut. Aber wenn ihr die jetzt nicht vertikal einbaut und auch diese Grafikkartenstütze dann hier an der Seite nutzen wollt, die ich jetzt abmontiert habe, dann sieht man das Kabel halt. Unter anderem haben wir hier oben auch noch so ein großes Loch. Wenn ihr jetzt keine Wasserkühlung oben einbaut, sieht man das halt permanent. Ich hätte es besser gefunden, hätte das Blech noch ein bisschen nach oben durchgezogen oder irgendwie so modulbauweise, falls man eine Wasserkühlung einbaut, dass man oben dieses Stückchen einfach rausnimmt, so wie sie es eben hier unten auch getan haben. Die Anleitung ist relativ easy. Wir schrauben jetzt erstmal die Blenden hier ab. Dann wird hier das Kabel auf dieses Blech montiert. Dann soll man auch schon die Grafikkarte einstecken und festschrauben. Und dann stecken wir das Riser-Kabel rein bei dem Mainboard-Slot und die Grafikkarte setzen wir dann rein und machen die mit 3 Schrauben fest. Und hier ist jetzt so ein Punkt, das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Ich kann die Grafikkarte nicht einbauen, weil der Luftkühler im Weg ist. Hättet ihr da oben jetzt eine Wasserkühlung drin, hättet ihr natürlich nur einen kleinen Pumpenkopf, dann würde das locker reichen. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich noch einen kleineren Luftkühler habe, beziehungsweise vielleicht sogar eine Wasserkühlung, die ich hier noch einbauen könnte, damit die Grafikkarte eben da reinpasst. Also ich habe noch eine Wasserkühlung gefunden, und zwar haben wir die Arctic Liquid Freezer hier. Aber es hat einen Vorteil, dass ich jetzt so gefailt habe, sage ich mal. Wir wissen, sie passt nicht oben rein. Sie kollidiert oben links mit der Mainboard-Blende, weil der Radiator halt so dick ist. Eine normale Wasserkühlung passt natürlich da rein, aber die Arctic ist so ein Sonderfall, weil der Radi halt einfach dicker ist als ein Standard-Radi. Und ja, jetzt muss ich mich nach einer anderen Alternative umsehen. Okay, wir haben jetzt den einen Kühler ausprobiert, der passte nicht. Dann haben wir die Arctic genommen, das passte auch nicht. Dadurch sind wir aber immerhin schlauer geworden, dass da oben keine Arctic reinpasst. Ich hatte auch Lüfter demontiert von der Arctic, weil vielleicht nur wegen den Spannungswandlerkühlern irgendwie da ein Problem besteht. Nein, dieses Blech hier vorne, das stört dann auch. Jetzt habe ich den AK620 von Deepcool da drin, passt ebenfalls nicht, aber jetzt habe ich den 1000 IQ Move gemacht. Ich habe doch noch die hier liegen und die ist ja gar nicht mal so fett wie die 6700 XT, dann baue ich die doch einfach ein. Tada, wir haben es geschafft. Ein bisschen knapp mit den Kabeln hier vorne, aber sie ist drin. Ist das erste Mal, dass ich die Intel Arc eingebaut habe. Eigentlich wollte ich sie so behalten als Limited Edition Sammlerstück, was es wohl nie werden wird, aber gut, jetzt ist sie hier drin. Mit dem AK620, einer der größten Kühler, den Deepcool überhaupt anbieten kann. Jetzt könnte man natürlich hier oben, wie gesagt, eine Wasserkühlung einbauen. Eine normale Wasserkühlung passt dann auch. Dann habt ihr auch null Probleme, diese Grafikkarte einzubauen. Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Aber ja, ich habe es mir jetzt ein bisschen komplizierter gemacht, aber es hat funktioniert.
Ich würde jetzt auch die ganzen Deckel drauf machen und dann schauen wir uns mal das RGB-Profil an und so ein bisschen den Airflow. So, und die ganze Nummer läuft auch schon. Ich habe auch gerade schon mit den RGB-Profilen so ein bisschen rumgespielt. Also ihr seht, der hintere Lüfter, der leuchtet natürlich. Die von vorne strahlen in das Case rein. Das seht ihr jetzt an den ganzen Farbveränderungen. Und ich kann euch jetzt mal eben ein paar kurze Profile zeigen. Ich werde jetzt aber nicht alle Programme durchgehen. Ich würde mal sagen, wir tippen jetzt einfach mal munter drauf los. Ihr seht, ihr habt auch so ein statisches Profil, dass das nicht die ganze Zeit so rumflackert. Der ist natürlich schon so ein bisschen Disco-like. Ja, und ihr seht halt, ihr habt eine ganze Menge Auswahl. Wie gesagt, der hintere Lüfter, der leuchtet auch immer schön mit, was das Farbprofil angeht. Wenn ihr jetzt einen CPU-Kühler hättet, der auch noch einen 5 Volt ARGB-Anschluss hätte, könntet ihr mit anschließen, weil ihr habt noch eine Menge Plätze hinten an der Platine frei. Aber ja, ich denke, optisch ist das gar nicht mal so schlecht. Was meinen inneren Monk jetzt gerade so ein bisschen triggert, ist, dass diese Linie den Lüfter überdeckt und die obere Linie eben nicht. Das ist also nicht genau mittig. Ich denke, man kann das noch ein bisschen einstellen, aber so ist halt der Auslieferungszustand. Und irgendwie, ich weiß nicht, mich triggert das. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich hätte mir gewünscht, dass der Lüfter sozusagen noch ein bisschen höher gewesen wäre, beziehungsweise das ganze Case noch ein bisschen höher. Dann hätte vielleicht auch eine Arctic oben reingepasst. Was ich auch noch ansprechen wollte, wir hätten die Arctic natürlich hier auch in dieser Seite da verbauen können. Allerdings hätte ich dann das ganze Blech abmontieren müssen. Ich hätte das Kabelmanagement in Anführungsstrichen wieder umwerfen müssen. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel Aufwand gewesen. Es hätte aber gepasst allein von der Tiefe her, weil die Grafikkarte kollidiert damit definitiv nicht. Oder eben in die Front. Das hatte ich ja am Anfang schon angesprochen, dass man dieses Blech hier unten rausnehmen kann. Aber dann hätte ich die ganze Optik verändert. Deswegen, ich wollte es einfach in diesem Auslieferungszustand erstmal belassen. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, SysFan natürlich einzustellen, weil wir ja PWM-Lüfter haben. Die laufen gerade auf 1200 Umdrehungen. Ich mache die jetzt wirklich auf Maximum, also Fullspeed, und dann testen wir mal die Lautstärke. Dafür setze ich hier oben einfach SysFan 1 Speed Control auf Fullspeed. Das gleiche machen wir mit SysFan 2, weil wir haben den hinteren Lüfter ja über einen Extra-Stecker angeschlossen. Fullspeed, da speichern wir und dann gucken wir mal nach der Lautstärke. Ihr seht auch schon, das Maximum scheint zu sein 1400 bis 1500 Umdrehungen die Minute. Wir testen jetzt mal die Lautstärke. Also HW Info spuckt uns hier gerade roundabout 1500 Umdrehungen aus. Und jetzt haben wir gerade ca. 30 cm Abstand. Wir messen jetzt mal. Und ja, 45 Dezibel ist schon eine ganze Menge und 30 cm ist auch irgendwo realistisch, wenn der PC neben euch auf dem Tisch steht. Ihr könnt auch einen halben Meter davon entfernt sitzen, aber man hört ihn definitiv. Ich halte jetzt auch nochmal mein Mikrofon davor, etwas näher. Also man hört es auf jeden Fall. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist unrealistisch, dass sie die ganze Zeit volle Power machen. Normalerweise entscheidet das System selber, was es damit anstellt, beziehungsweise ihr könnt eine Lüfterkurve einstellen, ihr könnt ihn auch auf Silent laufen lassen, dann hört man sie definitiv nicht. Aber jetzt auf Fullspeed, klar, sind sie schon recht laut. Und jetzt machen wir nochmal eben schnell einen Airflow-Test, wo sie sowieso auf Maximum drehen. Ich habe jetzt das Profil spaßeshalber nochmal auf Silent gestellt, dann liegen die so bei 800 Umdrehungen, zumindest mit diesem Mainboard, und man hört sie halt absolut nicht. Ich nehme nochmal das Mikrofon. Jetzt hört er mich ein bisschen aus der Ferne sprechen, aber hier hört man halt absolut gar nichts. Also abschließend kann ich wirklich sagen, dass das zwei sehr coole Gehäuse sind, vor allen Dingen für die Leute, die vielleicht nicht so auf RGB stehen, das Schwarze. Auch ohne Glasscheibe haben wir auch ganz oft die Frage, ob es irgendwelche Gehäuse gibt ohne Glasscheibe, das ist mittlerweile recht selten geworden. Dafür ist der Airflow aber gegeben, ihr habt sie auch eben mit dem Airflow-Test gesehen. Leider bringt das Schwarze eben nur zwei Lüfter mit, anstatt jetzt in dem Falle vier. Die kosten aber alle so 100 Euro rum, mal 5 Euro rauf, 5 Euro runter. Da würde ich mir zweimal überlegen, ob ich nicht wirklich diese vier Lüfter mitnehme, anstatt zwei. Ihr könnt euch natürlich passende Lüfter noch nachdenken.
nachbestellen. Es müssen ja auch keine Shakun-Lüfter sein, es kann ja auch Arctic oder sowas sein. Es gibt ja mehrere Hersteller, was das angeht. Oder von mir aus auch Corsair, wenn ihr diesen Ring haben wollt. Gar kein Thema. Was ich aber noch gar nicht erwähnt habe, eins von den beiden Dingern könnt ihr gewinnen. Also derjenige, der das gewinnt, kann sich aussuchen, ob er das Weiße mit RGB nimmt oder eben das Schwarze Non-RGB ohne Glasscheibe. Wie immer, schreibt dafür einen kleinen Kommentar, was ihr von diesem Gehäuse so haltet. Ich brauche ja auch immer Feedback für meine Reviews. Und dann werde ich den in den nächsten 2 Wochen in meinem Livestream auslosen und den natürlich auch bei YouTube Bescheid geben. Voraussetzung, ihr habt eine Wohnadresse irgendwie in Deutschland, also dass ich in Deutschland das Ding verschicken kann. Es gibt auch einige Schweizer, die haben natürlich in Deutschland irgendwie eine Adresse, wo sie Pakete entgegennehmen können, dass ihr da soweit Bescheid wisst. Aber ja, das wäre es auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.